Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, zurück zu Let's Play Fire Emblem Three Houses, Silberner Schnee, mit mir, dem Merios, und natürlich auch mit euch, denn sonst wärt ihr jetzt nicht hier und würdet euch das jetzt gerade anhören, was ich gerade verzapfe. Hoffentlich habt ihr etwas Schönes, Warmes bei euch. Sei es ein Kaffee, Tasse voll mit Kaffee, oder eine Tasse voll mit Kakao, oder Tee, oder ein heißes Bade bei euch gerade. Ich würde es euch raten, ne, für diese ersten kalten Winter. Tage, die jetzt gerade kommen. Und ja, in der letzten Folge haben wir die Mission in Enbar gemacht. Wir haben, naja, Enbar, die Stadt, die Kaiserstadt, Kaiserreichstadt, eingenommen. Theoretisch. Wir wissen jetzt noch nicht. Die Infiltrierung ist jetzt vollzogen. Mal gucken, wie es denn jetzt weitergeht. Ich bin da jetzt auch noch frag. Fraglos. Thank you so much. Naja, gucken wir uns mal an. We have finally made it. I am sure that Edelgard is hiding in the palace, awaiting our arrival. Who is that? Is that not Didu? I heard knights had arrived. I came here to find you. Das ist tatsächlich in Didu. Was machst du in Enbar? I am waiting for a chance to kill Edelgard. I have not yet been blessed with the opportunity. Will you now fight alongside us? We fight for different objectives. I swore to offer Edelgard's head to His Highness. But should I fail, I will have no choice but to entrust that mission to you. This is the information I have gathered during my time in hiding here. It includes details about the inside of the castle. There's more. The Archbishop is being held in the palace. I do not know the exact location. Indeed, just as we suspected. It seems we chose wisely when we decided to fight against the Empire. I've done what I came here to do. Farewell. Wait a moment. He is gone. I believe we should make our way there as well. Okay, das war mein Überraschungsgast. Und jetzt? Jetzt machen wir einfach mal das nächste Kapitel. Part 2. Silver Snow. Garland Moon. Conclusion of the Crossing Roads. After storming the streets of Enbar and bringing Imperial forces to their knees, the Resistance Army surrounds the Imperial Palace. To topple the Empire and save Rhea from its clutches, the Resistance Army steels itself for battle against Emperor Edelgard. Ich könnte schwören, ich hätte das Bild schon mal gesehen. Und ja, ich habe vergessen vorzulesen. Silberner Schnee, Kapitel 19. Monat des Blumenkranzes, oder was war das? Ich habe vergessen. Da. Silberne Schnee, Kapitel 19. Die Pfade kreuzen sich. Begegnung im Palast. Everyone, it is quite probable that Rhea is within the castle walls. We must defeat Edelgard and rescue Rhea in one fell swoop, no matter what stands in our way. Können wir uns nicht mit Edelgard einigen? She is one of your students. I understand your desire for a path to peace, but she will never bend to our will. You do understand that, do you not? We have no choice but to kill her. We have already killed Hubert. Now is no time to hesitate. She has it coming. Ja, keiner kümmert sich um Hubert. Someone has to stop her, and that someone is us. As her former classmates, I feel we owe it to her to try talking it out. This battle will be a deciding one. I am believing that it is her wish to be facing us. Poor Adie. Professor, wherever you lead, I'll follow. I'll fight with all I got to save Lady Rhea. In the name of the Knights of Seros, we'll bring the hammer down on the Imperial Army. The lives of Lady Rhea and everyone here are more important than all else. I shall be prepared. I leave this mission in your hands. Say the word, and we shall begin.
Geht's jetzt direkt mit dem nächsten Kampf los? Mal gucken. Weil wenn wir jetzt auf einmal wieder in der Kirche sind, dann macht das auch irgendwie keinen Sinn. Weil wir sind ja nicht abgezogen. Mal gucken, wie sie sich das überlegt haben. Ich würde es eher nachvollziehen, wenn da wieder jetzt so ein Kampf kommt. Und ja. Wow. Dann wären wir aber schon eigentlich am Ende. Aber ne, das kann ja nicht sein. Fehlt ja immer noch diese Typen, die Kronia gemacht haben oder so. Ne, tatsächlich, es geht direkt weiter mit dem nächsten Kampf, ey. Lecco mio, ey. Okay, schauen wir uns an. Das ist also der königliche Palast. Hallo, Thun. Wir kommen also rein und sind direkt umzingelt. Was ist das denn für ein Käse? Wer hat sich das denn ausgedacht? Oh, der sieht aber böse aus. Künstliches Wappen XL. Da ist ein Big Boy. Defensiver Hieb und voll ins Schwarze. Ja, aber Resistenz hat er mal 0, gar nichts. Der ist nur gefährlich, wenn er angreifen kann. Danach ist er... Naja. Nichts. Und da ist tatsächlich Edel. Aemir. Was ist Aemir? Umgebaute Waffenstein... Wappensteinwaffe für Edelgard. Ermöglicht ihr wütender Sturm zu verwenden. Ja. Fucking hell. 24 Kraft. 20 Crit, 60 zu treffen. Das einzige ist, ihr Treffen ist halt nicht so gut. 24 Kraft, ja sicher. Fernkonter ist das. Negativ gepanzerte Effektivität gegen gepanzerte Einheiten auf. Das ist nicht schlecht, aber da hat sie ein bisschen wenig Resistenz. Ne, meine Liebe. Junge. Das ist doch ein Grimoire. Die sieht, das ist ein Grimoire. Okay, dankeschön für das Gespräch. 38. Okay, das ist unsere Truppe. Einheiten. Ich weiß ja nicht. Felix auf jeden Fall. Ash auch auf jeden Fall. Laetitia? Petra? Sylvain. Vielleicht sollen wir Ferdinand mitnehmen? Ich will irgendwie unsere Leute aus dem Standardhaus mitnehmen. Ash brauchen wir aber. So, Linhard rein. Kaspar rein, Fane und Bernadette rein. So, wen haben wir denn noch? Keinen mehr aus den Adlernhaus. Aber wir haben noch Platz für einen. Drei Heiler. Drei Heiler? Ich weiß ja nicht. Ich hätte gerne noch ein... Oh, drei Heiler sind aber eigentlich ganz gut. Felix? Catherine? Ach komm, Felix. Ich glaube, wir brauchen hier ein bisschen mehr Power. Kurz zum Marktplatz zurückgehen. Schmiedin. Hat er uns Gilde wiederherstellen? Wir haben kein Geld dafür. Toll. Moment. Laden. Verkaufen. Vorrat. Ja. Das ist geiler Vorrat. Hier, nix. Die ganzen Heilmittel, die bringen ja gar nichts mehr. So, und damit haben wir auch genug. Damit haben wir aber auch genug dann. Um die nochmal zu wiederherstellen. Auch keine Unterstützungsgespräche. Oh Mann, ich weiß ja nicht. Kaspar hat genauso viel Bewegung wie hier die. Robert Flames 6 Bewegung. Hast du den? Nein. Ah, wir können nochmal. Inventar. Fertigkeiten. Was ist Derwischtanz? Verleiht einem Verbündeten, auf den Tanz angewendet wird. Ja, super.
Das ist Käse. Und ich kann keinen Examen machen. Das ist auch Käse. Einheiten. Jetzt würde ich Flayen raus. Ja, bleiben wir drin. Aber wir brauchen noch Adjutanten, habe ich fast vergessen. Caspar. Nimmst du mal Catherine. Linhard, nimmst du Annette. Bernadette. Nein. Ferdinand, nimm die Manuela mit. So. Dann würde ich schon fast sagen. Los geht's. Gegnerischer Kommandant wird besiegt oder all unsere Einheiten werden besiegt. They've made it into the palace, but it's actually the perfect chance to turn the tables on them. Defeating them all will turn the tide of war instantly. Taking a risk on dragging us back from the brink is the only option. Everyone, prepare for a bitter struggle. Victory to the Adrestian Empire! The throne room is tightly locked, but wherever there are locks, there are also keys. Hallo, wir haben Ash mit. Der kann einfach jedes Schloss einfach so knacken, als wäre das ein kleines Ei. Guck, schau dir mal die Waffe an. Seht ihr die Waffe hier? Wieder kann ich ranzoomen. Ich kann richtig nah ranzoomen. Guck, schau dir mal das Ding an. Das bewegt sich auch noch. Als hätte das ein Eigenleben. Mann, Edelgard, was hast du da für einen Scheiß gebaut? Okay, wir sollten auf jeden Fall schon mal umlanden. Ach, guck mal, das ist ein Türschlüssel. Gott, das brauchen wir nicht unbedingt. I'd be honored. Wie, du kannst hier nicht rüber. Ist das ein Beschiss. Okay, was hast du hier? Noch ein Türschlüssel. Ja, Türschlüssel. Pech. Ich bitte dich. I'll cut through. Oh, der Big Boy. Bewegt er sich? Oh ja, der bewegt sich. Wie machen wir das? More fighting. Onward. Put me in there. Hebungsschwert. Oh, der Grimoire wird dir aber wehtun, ne? 32 und die machen einen Schaden. 32, er wird auf jeden Fall treffen. 91% ist einfach zu viel. Unterstützen? Rettung? Ich weiß, was hast du machen können. Guck mal, Kriegerbogen, ey, weg mit dir. Mit zugeballert. B plus Bogen. Okay. Du willst Linhard angreifen, ist ja süß. Ich meine, was können wir aber machen hier? Nein, die kann ja. Ich hab verwechselt. Leticia kann ja teleportieren. Ich dämmel. I do this for all of us. Kann man ja Eisbogen. Reicht aber auch genau, um den umzunieten. A little scratch won't stop me. A little scratch. Ist ja süß. 17. Oh, ja, der kann. Der kommt aber auch weit, meine Güte. Hä? Wer greift dich denn an? Der Typ da hinten mit seinem komischen Dingelchen. Übungsschwert Schnitter. Hä? Der ist aber gut dabei. 40 Geschwindigkeit. Das ist nicht schlecht. Was ist das denn? Geschäft ist denn wert im Gegner? Kampf gegen einen mindestens zwei entfernten plus 30 ausweichen. Holla die Waldfee. What's my strategy? Angreifen, Meteor.
Ja, komm, schwächen die schon mal vor. So, dann habt ihr schon mal zusammengeholfen. Tanz mal für Ash. Dass sie da nicht drüber springen kann, nee. Springen kann vor allen Dingen. Fliegen kann. Das sind alles Magier. Und Ash hat eine recht gute Resistenz. Barriere. Du greifst mit Stärke an. Okay. Vielleicht so mit einem Potion. 17, 7 und 8. Ja, das kann Ash aushalten. Das ist kein Problem. Ready for anything. Ansturm. Ansturm ist nicht schlecht. Meisterlanze. Fast 50% zu kritten. Komm schon. Werden dann 50%. All is for victory. Jawohl, da ist er. This is the cost of war. Gute Arbeit, Ferdinand. Gute Arbeit. I'll take all the strength I can get. Geschwindigkeit und Resistenz ist gut. Und abfährt. Türschlüssel. Okay. Okay, die wollen jetzt unseren Ferdinand wegmachen. Beziehungsweise ihn angreifen. So, wir kümmern uns um den Pfad hier. So, Petra, du machst dir mal... Lieber darum. Oder, warte. Kommt der dahin? Ja, der kommt nicht dahin, also dann ist cool. Ne, du kannst den nicht umnieten, oder? Ne. Aber er kommt doch nicht dahin. Na, das ist doof. Lass mal, was von dir so weit an. Natürlich trifft er. War ja klar. Not for myself, for everyone. So, schön unterstützen. Angreifen. 25. Das ist nicht wenig. Ja, verschwessen aber trotzdem mal den Weg. Bleibst aber bei ihr. Volgalone. Kein Problem. Kann Ash aushalten. So, kommst mit deinem billigen Schwertchen. Kein Problem für unseren gepanzerten Boy. Genau dasselbe. Seraphim. Natürlich trifft das. So, das wird jetzt wehtun. Jetzt kommt die Feuerkugel. Ausgewichen, sehr schön. Er mit seinem Tod ausgewichen, sehr schön. Jetzt kommt der. 25. Vorbei, sehr schön. Ich hab das Gefühl, ich sag sehr schön. So. Oh. Ich muss Lanze lernen. Also. Oh, leckeres Level-Up. Hätte ein bisschen mehr Geschwindigkeit vertragen können. Aber gut. Null Schaden für die Balliste. Wird wieder gepiekst. Der tödliche Pieker ist wieder unter dem Umweg. 38, du machst genau genug Schaden. Who's next? Get in line. Festungsritter Level Up. Plus Stärkeverteidigung. Jupp. Du bist nicht der Schnellste. So, euch wollte ich unbedingt auch aus dem Weg haben. Oh, ob das nicht ein bisschen viel ist. Gucken wir mal. 3 Schaden, 0% zum Treffen. 22, 25. Okay.
4, 4, 18, 19. Bei 65. Das müsste eigentlich noch gut gehen. So, du benutzt aber mal die Eisenaxt. Eisenaxt in die Hand nehmen zumindest. Strategie. Anstoß. Weil der ist ein bisschen sehr krass. Der wird ein bisschen weggeschubst, würde ich mal sagen. Hm. Piek den mal weg. Natürlich. Natürlich trifft er schon wieder. Du brauchst mehr Resistenz, Mädel. 9. Du hast nicht mal zweistellige Resistenz. So, piekst den mal. Okay, das macht nicht mal ansatzweise viel Schaden. 27. Ist halt gut geschützt. Also, gehen wir mal auf die freie Fläche hier. Pieksen ihn da mal. Das macht schon ein bisschen mehr. Aber nicht genug, um ihn... Naja. Um zu nieten. Pieksen wir den trotzdem mal am Knie. So, und du hilfst mal aus und machst ihn mal ganz Pudde. Also zumindest für seinen Balken. Haben wir einen Balken jetzt ausgeschaltet von ihm. So. Jetzt haben wir so ein ähnliches Problem hier drüben. Kriegerbogen brauchen wir nicht. Eisenbogen reicht vollkommen. Vor, wenn er krittet. Guter Junge. Guter Junge. Da kannst du auch ruhig bleiben. Vor allem, wenn Flayn dich jetzt antanzt. So, nicht mit dem Bogen. Sondern mit der Axt. Gruppenlanzenangriff. Oh, da triffst du so beide mit. So, wenn du so beide mit antriffst, ne? Kann das ruhig machen. Okay. Ein gutes Level. Gutes Level. Ja, kannst ruhig da den Weg versperren. Aua. Mhm, da wollte ich auch geraten haben. Einer reicht schon. Absorption. Was ist denn Absorption? Ja, jetzt wieder eine blöde Feuerkugel. Billige 7 Schaden. Der hat natürlich getroffen, der Sack. Armpresse. Okay, einfach draufhauen. Hatte ich mal getroffen. Ha, du Loser. 2 Schaden auf Ferdinand. Ist ja süß. Der macht schon ein bisschen mehr Schaden. 18. Thoron. Autsch. Todesgeheul. Autsch. Ja, müssen dann alle immer treffen. Was soll denn der Scheiß? Tatsächlich. Alle müssen jetzt treffen. Finde ich aber nicht so gut. Ach, guck mal, der Dude ist hier. So close. Must press on. Der Dude, du wirst draufgehen. Mach den mal weg hier. Der trifft dich mit. Ja, so ist besser. So möchte ich das sehen. So, bleib mal schön neben ihm. Nein, ja, halt mich. Ja, jetzt kommen wir nämlich hier nicht voran. Dafür treffen wir hier so ziemlich alle. Ah!
Ah, Türschlüssel. Weg. Können wir... Boah, der ist echt so ein richtiger Türstopper, der Junge. Nochmal einen Ansturm. Put the plan into action. Manuela hat Level Up, sehr schön. One day the war will be over. Oh, kein schlechtes Level sogar. Kannst du schon da bleiben? Mach mal hier den Penner weg. Meisterbogen plus 63% zu kritten. 63, ja, hab ich schon mal sagen. Witness Bridget Pride. Unterstützen, purgativ. Ich glaube, ich brauche nochmal die volle Leiste an HP, was hier kommt. Was haben wir hier mit dir nochmal? Feuerpfeilsalve. Sonatige Gegenschub. Ist jetzt die Rüstung komplett weg? Nee, noch nicht. So, Ferdinand. Ferdinand Felix. Ja, genau. Piekst dir mal weg. So. I need to slow down. Na, brauchst du nicht. Hier, Kriegerbogen. Da vorne, wenn du krittest. Da machst du schon ganz alleine, mein lieber Junge. So, schön unterstützen, meine Liebe. Erneuerung. Statuseffekte hätte ich fast gemacht. Ne, Stärke. Einfach heilen. Schon wieder kein Level. Kein Erfahrungspunkte. Kein Statusverbesserung. Wer bist denn du? Einfach von hinten kommt da rein, oder was? Ja, jetzt macht doch keinen Schaden mehr, ihr kleinen Schweinchen. Oh, bitte, du bist doch der macht Schaden. Natürlich trifft er mit 58%. Coinflip. Aber der mit 71% trifft dann wieder nicht, ne? Das ist so erbärmlich. Der hat nicht getroffen, sehr schön. Der greift Ferdinand an. Oder will es zumindest. Oder will es zumindest. 23. Wow. Did you, was machst du da? Was denkst du dir denn? 48? 99% Trefferrate? Der hat aber richtig viel HP, ey. Der hat richtig viel HP. Natürlich trifft er schon wieder. Boah. 13. Und natürlich trifft er auch wieder. Au. Läuft gerade nicht so nach meinem Gutdünken. Hat Vorteil gehabt. Okay. Had to be done. Das läuft gerade echt nicht so, wie ich es mir vorstelle. I must pull through. So, du bist ein kleines, mieses Stinktier. It won't be in vain. So. Ich glaube, ich hätte eigentlich noch einen Heiler gebrauchen können. So wie das läuft, ey. So. Er muss es mal getroffen werden, Kaspar. Who's next? Get in line. Even I have bad days. Yep. Wieder schön unterstützen. Yep. Unser eins. Damit wir auch den nächsten Angriff überleben. I'd be honored. Eisenachs. 13. Reicht. Der hat Vorteil. Ah, gut. Darauf habe ich gar nicht gedacht jetzt. Das ist aber typisch, ne? Kannst du ihn wegmachen? Kannst du ihn wegmachen?
Gute Arbeit. Gute Arbeit. So. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Mit Meisterlanze, ja klar. Helmspalter. Helmspalter reicht. Vor allem, wenn man dann crittet. Zack. Nice form. So. Kannst du irgendwas damit machen? Nein, kannst du nicht. Kannst du aber zumindest eine Kampftechnik machen. Meisterbogen plus, hey. 76% zu critten. 76. Das war das Crit-Monster. 48 Schaden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. 24% zu critten. Jawohl, ich hab darauf angelegt. Sehr schön. Das ist ein Riesenvieh mal down, hey. Stronger, faster, never enough. Gute Arbeit, Felix. Gute Arbeit. Auch noch ein gutes Level. Okay, dann stellen wir dich schon mal hier hin. Kampftechnik, Blick. Kannst schon mal gegenschießen. Meisterbogen. Eisenbogen plus. Dann treffen wir zumindest. Tödlich wahrscheinlich. Ja. Ne, du bleibst da. Ne. Okay, dann bleiben wir hier. Erneuerung war Status-Effekt, ja. Ferdinand, der am meisten auf den Popo bekommen. So. Ja, 4 Schaden kennen wir, haben wir schon mal geschmeckt. Ja, kennen wir, haben wir schon gesehen. 4 Schaden auf Ash, ja super. Der macht 0 Schaden an The Dew. Was bist du für ein tanky Boy? Wieso hältst du das alles aus? Brand 0 Schaden an ihm, selbst wenn es trifft. Es hat getroffen. Echo Magie Feuer. Fucking wirklich. Und natürlich trifft es schon wieder. Der hat 3-mal Angriff mit 60%. Alle 3-mal getroffen. Ja, selbst Sandra macht dir keinen Schaden. Wie viel Verteidigung hast du bitte? 41 Verteidigung, willst du mich veralbern? Und ein Bandschild. Also für 7 Resistenz, damit daraus 11 wird. Ist ja süß. Festungsritter. 39 Stärke. 3 Geschwindigkeit. 3 Geschwindigkeit. 3. Oh ja. Verleiber verwendet eine Axt plus 9 Streffe. Verleiht plus 8 Verteidigung. Also nochmal Verteidigung. Und beim Initiieren des Kampfes nochmal plus 6. Und Effektivität gegen gepanzerte Einheiten. Oh boah, der ist super tanky. Holy moly. Ja, der kann sich mit denen wahrscheinlich battlen für Tage. So, jetzt machen wir erstmal mit der hier auch Schluss, ey. Die miese Tussi. So, du. Halt das mal wieder. Boah, krass, man kann es wahrscheinlich schon mal mit denen knüppeln gehen. Fernand, hol dir mal das Item, was auch immer das ist. Eine Rostaxt. Okay, wie viel Schaden macht die? 14? 35%, das ist nichts. Oh, da geht's nochmal lieber. Nö, ist schon gut. Unterstützen, heilen, schön auf Lane, obwohl das überhaupt nicht brauchte, aber gut. Plus 1 Charme. Jawohl, hat sich mal wieder seit Jahren gewässert. Stützen heilen zu denen auch mal wieder voll. Nein. Ja, Kampftechnik, Blick, Kriegerbogen. Nein. Eisenbogen. Ja. Komm, hätte jetzt kritten können. Na gut. Petra.
Okay, kannst aber mit nichts anfangen. Be careful. Ja, okay, dann greift sie dir an. So, mach ihn weg. I'll be home again soon. Der war echt nervig. Plus Resistenz und Geschwindigkeit. Okay, okay. So, ja, da kommt der Gegner angesaust. Nice. Hat er die gerade gestochen mit der Axt? Wirklich? Ja, kennen wir schon. Verbündetenphase. Der kann sich mit dem fucking Vieh einfach battlen. What's my strategy? Das ist dem sowas von egal. Das ist dem so egal. Moment. Ja, du hast auch noch das Schloss öffnen. Also theoretisch können wir hier Tür aufmachen. Und die theoretisch zur Hilfe eilen. Theoretisch. Wenn es nicht so unnötig wäre. So. I will end this now. It's my duty. Netter Spruch. Ja, bleib mal da, damit die dich angreift. Mit der Braxas. Langsam wird es aber ein bisschen kritisch mit der HP. So, gib's ihm mal eine. Die er nicht vergessen wird. Ja, und danach sind wir hier unten eigentlich fertig. Eigentlich. So, du gehst mal wieder hier zur Seite und heilst mal die Gute. Das gleiche ist hier. Unterstützen, Stärkung. Damit er da oben geheilt wird. Oh, und Level Up. They say experience feeds growth. Ja, okay. Ah, meine Güte, die haben sich mal echt nicht bewährt, die Typen. Trotzdem schon mal so machen. Die bewegt sich natürlich nicht. I do this for all of us. Ich meine, du kannst hier Gott angehen, ne? Meisterbogen, Stahlbogen plus hier. Kannst dir mal ein bisschen helfen. Auch wenn das so gut wie nicht spürt. So, ja, bist endlich fertig mit Pieksen. Ja, der Dude ist echt super tanky. Nur die Magierin wird ihm Probleme machen. Er ist jetzt auf Level 42. Das ist jetzt wohl mal zweithöchster. Without power, who can you protect? Das ist ein super Level. Super Level. So, ja, du haust den einmal, kriegst keinen Schaden, weiter geht's. So, jetzt einmal kurz nach unten. Tanzen. Okay. Nein. Noch ein bisschen weiter Waffen leveln. Ja, dann geh ruhig auf Kaspar. Das ist besser. Bevor wir jetzt vollgeheilt wurde. So, haben wir schon mal den jetzt auch. Und plus das kleine Dingelchen. Eisenpanzerhandschuhe. Okay. Na, nicht absteigen. Unterstützen, Heilung. Ah ja, kann er teleportatieren. Ah, der hat auch mein Level HP, Mensch. Hatten wir ja schon ewig nicht mehr. Und dann hat es sich so gut wie nicht gelohnt. Toll. Toll. So, gehen wir jetzt auch mal die Fronttür aufmachen. So, ja, warte ruhig da. Was soll er machen? Ja, das ist alles. Kaspar kann sich ruhig noch mit dem weiter anlegen. Ey, plus Geschwindigkeit und Resistenz. Das ist ein richtiger Gewinn für alle. Nice. Ja, jetzt kommt der im Volgalone. Diese komischen Ninja-Ritter-Zauberer.
Armpresse. 3 Schaden. Oh ja, der Dude, das war ein bisschen sehr knapp. Ich weiß nicht, ob wir unsere Leute da hinten durchschicken sollen. So, den erstmal weggemacht. Jetzt, Ash, mach deine Lieblingsbeschäftigung, knack Truhen. Silberpanzerhandschuhe. Das ist schon mal doof. Kannst du zumindest noch einmal... Oh nein, wir können... Nein, wir sollten lieber heilen. Damit der nicht ganz so dumm aus der Wäsche schaut. Kannst du vielleicht mit Kampftechnik... Reichweite 2 bis... 3 bis 7. Guck mal, ja... 47%. 47%. Kannst du einen davon umnieten? Bitte, 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 bitte. Ja! Das heißt, der wird auf jeden Fall überleben. Ein Angriff. Gute Arbeit, Bernadette. Richtig gute Arbeit. Kampftechnik hier, Heilfokus, auch wenn es absolut nichts bringt zurzeit. Ein bisschen halt, Zeit sammeln. Damit wir auch ja die ganzen Sachen holen können. Bevor du irgendeine Scheiße baut. Wäre noch echt super, wenn wir halt den du noch helfen können, dass er überlebt. 19 mal 2, ja. Überlebbar. 0 macht immer noch nicht genug Schaden, der Junge. Du machst die weg. Sehr schön. Jetzt müssen wir auch mal langsam nach oben, weil wir sind wahrscheinlich so mit der Einzige, der sich mit Edelgard messen kann. Weil wenn, dann muss ich das... Schild des Katmos? Ein Schild der Panzer brechen Angriffe stoppt. Er hebt effektiv gegen präferenzierte Einheiten auf. Ja, dann haben wir doch was für unseren Caspar. Nein, komm hier hin. So, Petra. Einmal bitte Tür aufmachen. Sehr schön. Angreifen, Meister Bogen. Übungsbogen. Eisenbogen. 30. Ach, wenn wir den Strategiebescheiß machen. Okay. Ich verstehe. Ein bisschen Erfahrungspunkte, Haltbarkeit der Ausrüstung hoch. Unterstützen, den wieder schön hochheilen, den Didu. Hochheilen, den Didu. Der hat ja so viel HP. Näh. Tanzen. Kannst du irgendwie was von hier aus schaffen? Näh. Boah, da hat sich immer richtig gelohnt, ey. I must confess, I never imagined that you would be able to pursue me this far. I don't mean to belittle your skills, Professor, but you far surpassed my expectations. Was war das denn? Haben wir auch wieder deine Armpresse? Ist jetzt die linke Tür offen etwa? Kann das sein? We've got to take action. Yeah. Hat's wehgetan? Es hat wehgetan. Ach, jetzt kommt die Verstärkung. Natürlich kommen da jetzt Truppen raus. Warum sollten da keine Truppen rauskommen? Ja gut, aber Klau mir hat mein Kill. Okay. So. Ich glaube nicht, dass ihr noch irgendwie im Kampf mit beteiligt. Aber wir haben alle Sachen bekommen. Schildkrötenpanzer. Das ist irgendwie Verteidigung plus 2 oder so. Be careful. Ja, du kommst jetzt hier nicht unbedingt weit. Konversation. I cannot vanquish her alone. So I will join you in this battle. But if I fall, leave me.
My only wish is for Edelgard's head. Mal gucken, was wir damit machen können. Eisenbogen. Haben wir noch irgendwie Zeug? Ich glaube nicht nur, dass du dein Zeug noch hast, oder? Nee. Du müsstest aber noch haben. Müssen wir mal kurz ein bisschen den Weg frei machen. Angreifen? Auch ganz so ruhig. 37% ist jetzt nicht viel. Darauf habe ich auch gesetzt, mein Lieber. Eine Silberlanze. Naja. Unterstützen. Sich schon wieder voll heilen. Oder zumindest einigermaßen voll heilen. Da solltest du doch noch dein Strategie, solltest du noch haben. Ja, passt auch. Ich habe mal gefeuert. Schön Feuer in sein Gesicht reinbraten. Ah, Ausführung. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, 40 mit 46. Das würde er überleben, aber nur ganz knapp. Thoron? Hat er noch gerade so überlebt. Deswegen. Ferdinand. Eisenaxt. Viel Spaß. Dann ist der Dicke auch weg. Erfahrung ist, glaube ich, mir lieber. Na, damit hat er auch Level 40 erreicht. Der gute Ferdinand von Eyre. Der Duke läuft nicht in Edelgard rein. Gut, tust du nicht. Block off the stairwells. Stop their reinforcements from getting through. Ah, okay. Oh. Hat doch ein bisschen geleckt, ey. Das war so geil. Also, wir haben ja bewegliche Leute. Dann könnt ihr das machen. Weg damit. Unterstützen. Heilen. Übungslanze. Okay. Petra, hol dir mal das Zeug. Meisterlanze. Sehr schön. Also, das solltest du doch aushalten. 29 mal 2. Ja. 29 mal 2 kannst du aushalten. Es sei denn, du wirst gekrittet. Dann sieht es nicht so schön aus, deswegen gehen wir mal rein und sorgen dafür, dass das nicht dazu kommt. Der Schuss ins Knie war doch ein bisschen krasser, als sie gedacht hatten. Immerhin Verteidigung, Bernie. Immerhin Verteidigung. So, schön aufteilen. Unterstützen, Purgativ. Ah, schade. Kommst nicht genau dran. Ich weiß gar nicht, kannst... Ja, du hast einfangen. Also, Kampftechnik, einfangen. So. Oh, hoppla. Ja, euch, ne? Ihr, die ihr praktisch schon nichts mehr machen könnt. Gegnerphase. Zwei neue da. Ja, Verbündeten. Ich find's gut, dass er nicht direkt nach Edelgard läuft. Das hilft uns dann doch schon einiges. Das müssen wir als sie machen. Hallo, das ist wohl sowas von ikonisch. Dorothea, du bleibst mal bei mir. Damit wir was haben zum Heilen. Schön weiter Eisenbogen. Petra, bleibst bei ihr. Genauso wie Felix. Die gehört mir. So, du kannst dahin gehen. Okay. Jetzt ihr zwei wieder. Vorwärts, Marsch. Zur Gegnerphase, ja, ihr kommt hier.
I will see this war through. Ja, ist sozusagen auch gutes Lernmaterial. Oh, okay, da kommen jetzt anscheinend keine mehr. Aber du bleibst da jetzt einfach mal stehen. Genauso wie du. Well done. The reinforcements are cut off. Gute Arbeit. Clever tactic. It's going to be difficult to turn the tables now. Vor allem, wenn du alleine bist und dich nicht bewegst. Ewiges Schöpferschwert. Oh yeah. Ewiges Schöpferschwert. I suppose you think you can defeat me, is that right? But I will never give up. Even if my arms and legs failed me, I would still find a way to move forward. I will smash that false goddess and her minion into the ground. I will fight to free this world from her vile grasp. Also ich habe zumindest mit einem Crit oder so gerechnet. Na gut, dann halt nicht. Aber mit Level. Kein besonders tolles, aber Level. It looks as though my path will end here. My teacher, claim your victory. Strike me down, you must. Even now, across this land, people are killing each other. If you do not act now, this conflict will go on forever. Your path lies across my grave. It is time for you to find the courage to walk it. If I must fall, let it be by your hand. I wanted to walk with you. Oh shit. Sie wollte wirklich an unserer Seite. Huh. Naja, das ist aber ein anderer Weg. Es gibt ja vielerlei Wege. Wir gehen einen, den meiner Meinung nach nicht so toll. Bis jetzt. Naja. At last, it is over. Now we must find Rhea. Professor, brother, I have a letter. The Imperial General asked me to deliver this to my instructor. Who is it from? Hurry up, Professor. Read it at once. It is from Hubert. Though he has left this world, he's reaching out through that letter. If you are reading this letter, that means I have perished. As Her Majesty would never surrender to another, I can only assume she has fallen as well. It greatly pains me to think of this coming to pass. That said, as the survivors, I must ask you to settle certain affairs in our stead. You must destroy the threat that slithers in the dark. I am sure you must recall Monica and Tomas. Their allies yet live. They hold deep resentment against the children of the goddess and the people of the world. And they are biding their time until they can exact revenge. If left to their own devices, it is certain they will eventually bring unimaginable calamity and suffering to the world. I detected their sorcery when you took Fort Mercius. I have deduced the location of their stronghold, Shambhala. You will find its whereabouts enclosed. There is no question that they are the enemies of everyone in Fodlan. Do not allow yourselves to forget that. Lastly, while I cannot say she is in good health, the Archbishop resides in a secret chamber in the Imperial Palace.
I have shared the location of the entrance to that secret chamber with the person to whom I have entrusted this letter. I believe that Her Majesty will be victorious. Even still, I must plan for her defeat as well. If you wish to lead this world, I challenge you to rise to the occasion and surpass my estimation of you. Such is your obligation as the victors. And the only fitting tribute to all that Lady Edelgard sacrificed. What Hubert has written here, I cannot... No. I know it must be true. And if that is the case, then all else makes sense now. I must speak with Rhea. It seems our battle is not over just yet. Those who slither in the dark. We must kill every last one of them, or Fodlan will never again know peace. They are allies of Monica and Tomas, correct? The ones who are after my blood. And also the ones who destroyed Fort Mercius with that mysterious light. We shall discuss this more after we have rescued Rhea. You have come to save me. Is this a dream? I have longed to see you again. All this time. Is it truly you? Setith. Flame. You are here as well. Thank you for supporting the Professor. And for rescuing me. Rhea. I am overjoyed that you are unharmed. I could not stand losing another of our kind. Yes. I am reminded of the past. Of reuniting in Enbar. It is truly nostalgic. I would love nothing more than to lose ourselves in memories of the old days, but I must tell you something, Rhea. We have received incredible news, albeit from the Empire. They have told us the identity of our enemy. Those who slither in the dark. It is time for us to stop hiding the truth about the goddess, the progenitor god. The truth about us. It is time for us to tell the people everything. Those who slither in the dark. We are told they despise the children of the goddess, as well as those who live above ground. They are planning something horrible. Please, tell the professor everything about these vile people. There must be things that only you know. I understand. Dear child, I will now tell you all that I know. It is true that there is a group of people who have slithered in the darkness and threatened the peace of Fodlan since ancient times. I am sure you have heard the stories of a man named Nemesis. Das ist der Träger des Schwertes des Schöpfers. Nemesis, the king of liberation. The man who received the sword of the Creator from the goddess and became a hero. However... Nemesis was originally the leader of a group of bandits. He plundered the holy tomb and stole the remains of the progenitor god. When Nemesis appeared in Xanado some time later, he already wielded the sword of the Creator. Wie gelangte er an das Schwert des Schöpfers? The legend that the goddess gifted him the sword so that he could fight the wicked gods is false. That story was created after the fact. I do not know how Nemesis obtained the sword or why he appeared in Xanado, but he used that sword to massacre the people there, the children of the progenitor god. From their corpses, he gained even more power and brought war to Fodlan. A mere bandit, like Nemesis, would not have been capable of anything so monstrous on his own. It was surmised that someone was collaborating with Nemesis, and there was a massive investigation to uncover who it was. But the truth was never discovered. I am now certain that his accomplices were those who slither in the dark. And this time, they have utilized the Imperial Army to send Fodlan back into the flames of war. So... Edelgard has made a temporary alliance with them in order to achieve her own aims. Professor,
We must journey to Shambhala and stop them. You must not allow Fodlan's bloody history, the Red Canyon tragedy, to repeat itself. So, ich würde mal sagen, nach dieser langen und vor allem sehr, erschlussreichen Folge, würde ich mal sagen, wir machen hier einen Stopp und ihr verdaut diese Ereignisse genauso wie ich mit einem heißen Kaffee, Tee oder Kakao, was auch immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Merios. Ich habe schon fast vergessen, wie es heißt. Fire Emblem Three Houses, der silberne Schnee. Und natürlich euch, den Zuschauern. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Bis dann. Und vergesst auch nicht, ein Abo dazu lassen, wenn es euch gefallen hat. Was ich glaube, nach einer Stunde Schauzeit. Also, bis dann. Haut rein. Ciao.